Die Anzeichen verdichten sich, dass die US-Fed bereits auf ihrer kommenden Sitzung eine Drosselung der Anleihekäufe beschließen könnte. Die US-Notenbank könnte die Käufe um bis zu 25 Milliarden US-Dollar reduzieren. Was das genau für Folgen hat, das möchte ich heute wissen von Wolfgang Jutz von der Credo Vermögensmanagement. Herr Jutz, sind die Märkte diesmal bereit für einen Ausstieg? Die Märkte sind bereit für einen Ausstieg und die haben ja auch schon ihre entsprechenden Dispositionen getroffen, wie man sieht. Heute wurde bekannt, dass sowohl China als auch japanische Investoren mittlerweile schon über 40 Milliarden an US-Dollar abgestoßen haben an US-Treasury-Anleihen. Und auch das Haus PIMCO musste feststellen, dass etwa 18 Milliarden an Geldern abgeflossen sind. So, alles in allem muss man schon sagen, dass die Anleger sich auf steigende Zinsen eingestellt haben und dass es möglicherweise zu einer Drosselung kommt. Eine expansive Geldpolitik wird nicht nur in den USA verfolgt, auch in Japan wird seit Monaten der Markt mit billigem Geld geflutet. Jetzt gab es erste Wirtschaftsdaten und es gibt erste Erfolge. Ja, ist dann demnach die japanische Geldpolitik erfolgsversprechender vielleicht als die US-amerikanische? Im Grunde genommen erfolgt auch hier eine Monetarisierung der Schulden. Das heißt also, die Schulden werden mit neuen Schulden letztendlich durch die Fed bzw. durch die japanische Notenbank finanziert. Aber die japanische Politik sollte zumindest auf zwei weiteren Säulen stehen, nämlich dort werden Konjunkturprogramme gemacht in Infrastruktur, Maßnahmen und auch in erneuerbare Energien. Aber am wichtigsten erscheint mir die dritte Säule, nämlich die Strukturmaßnahmen. Dort muss man einfach sehen, dass die Gesellschaft überaltert ist. Man muss also an der demografischen Entwicklung etwas tun. Und hier braucht es strukturelle Maßnahmen. Und da wird es eben sehr stark darauf ankommen, ob das gelingt. Strukturreformen gab es auch zuletzt in Europa, vor allem in der Europeripherie. Langsam aber sicher scheinen auch diese zu greifen. Die Eurozone ist zurück auf dem Wachstumspfad. Es wird ein Wachstum von 0,3% erwartet. Was erwarten Sie für die kommenden Monate aus Europa? Ich denke, dass wir hier mit steigenden Zinsen ebenfalls rechnen dürfen, am langen Ende zumindest bei deutschen Bundesanleihen. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass das Vertrauen der Anleger in italienische und spanische Anleihen zurückgekehrt ist. Und wenn wir sehen, dass wir noch vor kurzem 7% für italienische Anleihen gesehen haben und jetzt sind wir etwa bei 4,29, 4,30, da sieht man schon, wie der Risikoappetit zurückgekehrt ist. Und ich erwarte auch, dass die europäischen Aktienmärkte sich weiterhin positiv darstellen dürften, erholen dürften, weil eine Überhitzung haben wir hier noch nicht gesehen. Und wir sehen jetzt auch zunehmend positive Analystenkommentare, insbesondere von den Investmentbanken aus den USA. Was würden Sie in der aktuellen Situation den Privatanlegern raten? Alles in allem bei einer ausgewogenen Mischung zu bleiben. Ich würde aber den europäischen Markt insgesamt bevorzugen und hier insbesondere die exportorientierten Titel, weil ich eben nach wie vor glaube, dass Europa mit am stabilsten aufgestellt ist. Und hier würde ich mich positionieren. Wolfgang Jutz von Credo Vermögensmanagement, vielen Dank für das Gespräch.